Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Bin ich ein Hexer? Schaut mal, wie ich da sitze mit wirren Haaren und da könnte doch jemand auf den Gedanken kommen und die Hexenpolizei anrufen und sagen, schaut mal den Lanu, wie der aussieht. Das ist im Morgenmantel da und die Haare so wirr und einen Ring hat er auch in der Nase. Naja, den sieht man nicht, aber der hat einen Ring in der Nase. Das ist ein Hexer. Oder vielleicht eine Hexe. Gender, ja, vielleicht ist er bipolar, wer weiß, es ist eine Hexe, eine bipolare Hexe. Und die Hexenpolizei kommt und verhaftet mich und tut mich auf den Brennholzdings da, auf den Scheiterhaufen. Auf den Scheiterhaufen. Ja, oder auf den elektrischen Stuhl, ich weiß es nicht. Weil ich eine Hexe bin. Ein Hexer. Weil jemand gesagt hat, ich bin eine Hexe, ein Hexer. Nun wird das heute kaum jemand mehr sagen, auf das Wort Hexer bezogen, aber vielleicht auf was anderes. Meine Lieben, das ist ein ganz ernsthaftes Thema. Schaut euch mal diese Buchstäblichsband 6. Schaut euch mal die beiden. Das waren die schlimmsten. Die zwei. Da wurden tonnenweisen Hexen verbrannt. Im Mittelalter und so weiter. Man hat nur gesagt, Hexe! Und schon, egal ob die reich oder arm waren, wenn sie reich waren, dann hat die Kirche die auf den Scheiterhaufen getan und das Geld, alle Güter wurden eingezogen. Jetzt kommt übrigens die Kirche und möchte Milliarden, weil sie früher mal enteignet wurden. Das hätte noch früher geschehen sollen. Das ist doch, meine Lieben, 25.000 Kinder verhungern jeden Tag. Und wie jemand sagt, nicht ich, die pädophilen Pfaffen werden immer fetter. Ja, Entschuldigung, es geht doch nicht. Aber gut, bleiben wir beim Thema. Bin ich ein Hexer? Warum frage ich das, meine Lieben? Warum frage ich das? Wegpusten. So. Also, Buch des Lichts, Band 6. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin ein Hexer, ja, und es gibt Länder auf dieser Erde, da werden, wie ich gehört habe, auch noch Hexen verbrannt, gefoltert, dies und das. Wenn jetzt dieses Gesetz, das Hinweisgeberschutzgesetz, durchkommt, im März soll das dann, sagen wir mal, die Whistleblower-Richtlinie soll das entschieden werden. Ja, erstmals die EU einen standardisierten Schutz für Hinweisgeber. Man sagt heute nicht mehr Denunzianten, man sagt Hinweisgeber. Fallersleben hat mal geschrieben, der größte Schuft im ganzen Land, das ist der Denunziant. Aber das scheint heute nicht mehr zu gelten. Aber schauen wir uns mal ganz emotionsfrei an, was da auf uns zukommt, meine Lieben. Früher hat genügt Hexe und sofort verbrannt. Schuldig. Der Denunziant, das war noch perverser irgendwie. Man nannte den Denunzianten früher nicht. Da wollte er selber nicht Ärger kriegen. Das ist genau das Interessante hier. Wir wollen ein Hinweisgeberschutzgesetz. Schutzgesetz. Und das ist eine deutsche Umsetzung der EU für die Whistleblower-Linie. Wir haben der Whistle, ihr wisst ja, die Pfeife wird geblasen. Der da. Jetzt schauen wir mal, welche Gefahr, ob da eine Gefahr auf uns, meine Geliebten, und auf mich, schaut mal, weil ich so jetzt hier spreche zu euch, eine Gefahr zukommt, die man utopisch nennen könnte, aber Orwell ist nicht weit. Denn dieses Gesetz bezieht sich auf Arbeitnehmende, Beamte, Selbstständige, Gesellschafter, Praktikanten, freiwillige Mitarbeiter, Lieferanten und von Personen, deren Arbeitsverhältnis bereits beendet ist, noch nicht begonnen hat und so weiter. Das wäre ja nicht schlimm, aber man will es jetzt so machen, dass derjenige nicht benannt werden muss. Da kann jetzt jeder sagen, wer von euch jetzt zuschaut, jeder kann jeden von euch benennen und sagen, der hat in der Bank eingebrochen, der hat zu Hause geheime Papiere, der hat drei Menschen umgebracht, ja, das weiß nur noch niemand. Und sofort kommt die Hexenpolizei, die Kontrollpolizei, früher war es die Stasi und so weiter, nicht? Es sind immer diese extremen Fragen, entwickeln wir uns zu einer islamistischen DDR, ne, das ist ein bisschen überzogen, aber
Ja, ihr wisst, was ich meine. Dieses, jetzt pass auf, Hinweisgeberschutzgesetz verbietet jegliche Repressalien und Vergeltungsmaßnahmen gegenüber den Denunzianten bzw. vornehm ausgerückten Hinweisgebenden. Was ist denn jetzt, wenn jemand sagt, du hast 10 Menschen umgebracht? Jetzt kommt die Polizei, Rollkommando. Naja, wenn die richtigen Araber da sind, da richtige Leute von der Straße, da hauen sie ab, alles egal. Rollkommando kommt. Besetzen deine Wohnung. Und sagen, wo sind die 10 Leichen? Welche Leichen? Ich war gerade beim Bäcker. Nein, 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 die 10 Leichen. Jesus, die 10 Leichen, die sie umgebracht haben, wollte ich schon sagen, aber Leichen kann man ja nicht mehr umbringen, die sind schon tot. Sie haben 10 Leichen umgebracht, 10 Menschen umgebracht. Ach, ich? Ich bin Rentner und sitze im Rollstuhl, wird der sagen. Ich kann kaum ein Glas in der Hand halten, ich kann noch. Schönen Kaffee. Macht nicht, dann haben sie umbringen lassen. Hat man das gesagt? Nein, man hat erstmal gesagt, sie hätten umgebracht. Ja, schauen Sie mich doch mal an, ich kann ja nicht mal aufstehen, richtig. Wen soll ich umbringen? Ja, es gibt ja Pistolen. Ja, Pistolen, gut. Ich habe dann vom Rollstuhl aus mal bäm, 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 bäm. Und so zieht sich das hin. Und natürlich stellt sich das später raus, es war ein wehrloser Rentner. Meine Lieben, kann man den Denunzianten oder den Hinweisgeber, oh Gott, wie vornehm, den Hinweisgeber beschuldigen? Nö, sagt dem neuen Gesetz nicht. Du darfst sagen, was du willst, du darfst behaupten, was du willst. Du kannst auch nicht belangt werden wegen Rufmord. Wenn du unter diesem Gesetz sagst, dass dein Nachbar, ja, eine Bank ausgeraubt hat, dann geh dir erstmal dahin. Und wenn sich herausstellt, es war nichts, kannst du nicht belangt werden. Gerade die EU ist dafür, wie wir jetzt im Bild-TV gesehen haben und in den Zeitungen. Viele sagen, das ist die größte Verbrecherorganisation, die wir haben. Ach, wollen die sich dadurch praktisch freisprechen? Und dadurch praktisch ihre, wie viele sagen, korrupte, meine, die Vizepräsidentin sitzt im Knast. Entschuldigung, wenn ich sage. Die Vizepräsidentin der EU sitzt im Knast. So. Willst du mir sagen, dass die nach Angaben vieler inkompetente Zwergin von der Leyen, ja, wir sollen nichts gegen kleine Leute, ich bin auch klein, ich bin 1,72, die ist wahrscheinlich 1,35, ist egal, aber die wusste nichts von irgendwelchen Dingen, die da geschehen sind, weswegen die Vizepräsidentin im Knast ist, gehört die da oben dann auch rein, ich weiß es nicht. Was ist, pass auf, was ist, wenn ein Whistleblower kommt und sagt, die von der Leyen ist auch schuld? Wird dies auf sich anwenden? Im Himmel ist Jahrmarkt, ja, meine Lieben. Wir müssen uns mal die Ungeheuerlichkeit dieser Situation vor Augen halten. Also, es war bis 1921 Zeit, um Direktive in nationale Gesetze zu überführen. Ja? Und da sagen die, ein solches Gesetz ist überfällig, denn bisher sind Hinweisgebende nur unzureichend vor Repressalien oder negativen Konsequenzen geschützt. Ja, wenn ich sowas behaupte, dann muss ich auch gerade stehen. Dann kann da jeder jeden beschuldigen. Ja? Und das nennen diese lieben Menschen dann in der Regierung, die übrigens, wie ich gehört habe, gar nicht gesetzmäßig gewählt ist, ich weiß gar nicht, was sie da machen, egal. Wir freuen uns, dass Hinweisgebende, so lese ich ja scheinbar hier, in Deutschland endlich Rechtssicherheit haben. Ein Denunziant soll die Möglichkeit und die Freiheit haben, andere zu belästigen, beleidigen und zu sagen, was immer er sagen will, ohne selbst belangt zu werden. Meine Lieben, was stimmt doch da nicht? Hat Hoffmann von der Feiersleben recht gehabt. Wenn er sagte, der höchste Schuft im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.
Sieh den langen, einsamen Weg, Herr. Heute geht er zu Ende. Ich bin so glücklich, Herr. Bald bin ich bei dir. Meine Haut ist schwarz, Herr, und weiß sind die Hände, die mich töten werden, Herr. Bald bin ich bei dir. Leb wohl, mein Fluss, leb wohl, mein Sonnenschein. Lasst meine Mutter in Ruhe, behandelt sie nicht wie ein Schwein. Jetzt müssen sie aufhören, mich zu schlagen. Ich fühle gar nichts mehr. Ich sehe nur dein Licht, Herr. Bald bin ich bei dir. Bald bin ich bei dir.